Entscheidet sich morgen das Schicksal dieser Sommerrallye mit den Daten zur US-Inflation? Manches spricht dafür. Was passiert, wenn die Daten niedriger ausfallen? Dann dürften die Märkte erstmal erleichtert sein. Wenn sie höher ausfallen, dann dürfte das Gegenteil passieren, denn dann wäre ziemlich klar, dass die Fed schon im September den nächsten großen Zinsschritt machen muss, 0,75%. Das würde bedeuten, Liquidität wird weiter entzogen, Geld wird teurer und das mögen die Aktienmärkte bekanntlich nicht. Und jetzt haben wir ja praktisch 3 Wochen eine Rallye gesehen, die jetzt so ein bisschen an ihr Ende gekommen scheint. Erst einmal, wir hatten gestern schon diesen starken Start, dann diesen Rücksetzer. Heute setzt sich vor allem im Nasdaq das Geschehen nach unten fort, auch im Russell 2000, diesem amerikanischen Nebenwerteindex. Und das strahlt dann natürlich auch auf DAX und Co. aus, alle dann ein bisschen unter Druck. Wie wird die Inflation morgen ausfallen? 8,82%, so sagt das Forecast Model der Cleveland Fed voraus. Das wäre höher als die Erwartung von 8,7%. Und ja, selbst wenn es nur 8,6% wären, was würde das groß ändern? Die Inflation ist sehr, sehr hoch. Die Fed muss darauf reagieren. Die Fed hat selber nicht unwesentlich zu dieser Inflation durch ihre Liquidität beigetragen und muss jetzt gucken, wie sie das Problem irgendwie vom Hals kriegen kann. Hier sehen wir mal dieses Modell 8,82% und hier sehen wir die Anleiherenditen verschiedener Laufzeiten in den USA. Das ist eine ziemlich herbe Differenz. Das kann nur deswegen funktionieren, weil die Märkte davon ausgehen, dass die Fed eben mit Zinsanhebungen dann letztendlich die US-Wirtschaft in eine Rezession bringt, und in einer Rezession tendieren die Anleiherenditen dazu zu fallen. Also spielen die länger laufenden Anleihen eben diese kommende Rezession, während die kürzer laufenden Anleihen eben auf das reagieren müssen, was die Fed so in den nächsten Wochen und Monaten vorhat. Aber diese Inflation ist ein Riesenthema. Wir sehen hier, dass jetzt die Small Businesses sagen, Inflation ist unser größtes Problem, und zwar mit 37% der Antworten, denn mehr als ein Drittel, die sagen, das ist also ein riesengroßes Thema, das ist der höchste Wert seit 1979 und nochmal eine Steigerung zum Vormonat, also zumindest aus Sicht der kleinen Gewerbetreibenden in den USA, die etwa 50% des BIPs ausmachen, ist das immer noch ein riesiges Thema, deswegen muss die Fed da wahrscheinlich etwas tun. Ich hatte diese Grafik schon heute Morgen mal gezeigt, die klar macht, dass die Fed immer dann umsteuert, wenn sozusagen die Linien von Inflation und Unemployment, also Arbeitslosigkeit, sich kreuzen. Jetzt sehen wir, dass dieses Gap, diese Lücke relativ groß ist, die Inflation nach oben geschossen, die Arbeitslosigkeit zumindest nach offiziellen Zahlen deutlich nach unten geschossen. Aber heute dann auch jetzt noch Daten, die das Ganze nicht einfacher machen für die US-Notenbank. Wir sehen, dass die Labor Costs um 9,5% gestiegen sind im zweiten Quartal nach heute veröffentlichten Daten. Das ist der größte Anstieg seit 1982 und das ist eines der ganz großen Themen. Das sind die Anstiege der Löhne, das sind die Anstiege der Mieten, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Das wird ein Riesenproblem für die Fed sein, und vor allem für die Firmen ist es ein Problem, wenn die Labor-Kosten, wenn die Arbeitskosten steigen, dann geht das normal auf die Marge, es sei denn, man kann eben diese hohen Preise, diese hohen Kosten weitergeben, und die Fähigkeit, diese hohen Kosten weiterzugeben, die nimmt jetzt kontinuierlich ab. Hier sehen wir mal, dass jedes Mal, wenn die Labor Costs die Marke von 7% überschritten hatten, dann kam zeitnah eine Rezession. Hier mit dieser dunklen Straffierung sind die Rezessionen gekennzeichnet. Jetzt, wie gesagt, sind wir deutlich über dieser Marke von 7% und die Produktivität sehr, sehr schwach. Die ist um 4,6% im zweiten Quartal gefallen. Schon im ersten Quartal hatten wir ja minus 7,4%. Das sind die schlechtesten Werte, zwei aufeinanderfolgenden Werte in 2 Quartalen seit dem Jahr 1947. All das deutet darauf hin, dass schwierigere Zeiten für die Wirtschaft anstehen, für die US-Wirtschaft im Mindesten, für die europäische sowieso, und darauf muss die Fed reagieren, weil die Inflation wahrscheinlich nicht so schnell fällt, wie die Wirtschaft nach unten kommt. Das ist das große Problem, dass derzeit die Märkte haben, und die letzten 3 Male, dass die Produktivität so schwach war, das war 1974, 1980 und 1982, in allen diesen Perioden kam es dann im Gefolge dieser Zahlen zu einer Rezession. Keine Frage, wenn die Arbeitskosten steigen, gleichzeitig die Produktivität sinkt,
Wo soll es dann herkommen? Wo sollen es die Firmen dann hernehmen? Dementsprechend wird man vorsichtiger, investiert weniger und dann entsteht so ein Kreislauf, der dann eben zu einer Rezession führt. All das, wie gesagt, ist nicht unwesentlich entstanden durch die Fed, durch andere Notenbanken und deren Liquidität. Seit 2008, wie Lance Roberts hier zeigt, haben wir praktisch ein Wirtschaftswachstum in den USA von 4 Billionen Dollar. Aber man hatte viel mehr Schulden aufgenommen und Liquidität in die Märkte gepumpt als eben diese 4 Billionen Dollar, die wir jetzt an Wachstum haben. Nach dieser Rechnung von Lance Roberts ist es praktisch so, dass für 1 Dollar Wachstum 11 Dollar investiert werden müssen, um dieses 1 Dollar Wachstum zu ermöglichen. Das ist natürlich eine katastrophale Bilanz, die dann, wenn die Dinge sich ungünstig entwickeln, wie jetzt mit Corona und Ukraine-Krieg, dann eben zu Inflation führen. Lange war diese Liquidität nicht inflationstreibend, eben aufgrund von Globalisierung. Jetzt haben wir tendenziell das Gegenteil von Globalisierung und Booms, haben wir Lieferengpässe, haben wir Materialmangel, zu viel Liquidität jagt zu wenigen Gütern hinterher und das ist Inflation und diese Inflation, wie gesagt, die ist von den Notenbanken weitgehend initiiert, hat zu einer Allesblase geführt, in der das Vermögen der Haushalte viel schneller gestiegen ist als das BIP. Das ist ungewöhnlich eigentlich, dass da diese Lücke so groß ist zwischen dem Anstieg des BIPs und dem Vermögen der Leute. Das zeigt, dass die Assetpreise eben massiv inflationiert wurden, eben durch die Notenbanken. Und jetzt muss man gucken, wie man den Geist wieder in die Flasche kriegt. Und das ist eben nicht einfach, wenn er mal raus ist. Soltan Poscha, der Anleihe-Guru, Repo-Guru, wie auch immer er bezeichnet wird, von Morgan Stanley, der hat gesagt, die Central Banks, die sind jetzt fertig mit der Bekämpfung der Deflation, indem sie eine Assetpreisinflation initialisieren. Vermögenspreise sind ja gestiegen, Hauspreise, Aktienpreise. Jetzt dagegen geht es darum, jetzt muss man eben diese Inflation durch eine Asset-Deflation bekämpfen. Deswegen sind die Märkte ja auch gegen den Willen eigentlich der Fed gestiegen und das macht mich eben vorsichtig, neben einigen Indikatoren, die jetzt so ein bisschen schwierig werden für die Bullen, dass eben diese Rallye von Dauer sein kann, denn die Fed will die Financial Conditions strafen und wenn die Aktienpreise steigen und das Spiel so weitergeht, dann wäre das eben das Gegenteil dessen, was die Fed faktisch will. Wir könnten jetzt insgesamt, wenn wir mal zu den Märkten kommen, einen volatilen August erleben in Midterm Election Years, also in Jahren von Zwischenwahlen. Da sehen wir, dass die Volatilität hier immer diese dunklen Balken gegenüber der Volatilität von Monaten, wenn keine Zwischenwahlen sind, dass eben gerade August, September und Oktober dann die Volatilität deutlich zunimmt, die Nervosität nimmt zu, weil eben unklar ist, wie geht es jetzt denn weiter in Sachen Politik der führenden, noch führenden Weltmacht. Normalerweise ist es so, dass der August nicht so toll ist, der September dann sehr schwach ist und ab Anfang Oktober geht es dann mit den Märkten nach oben. Könnte diesmal durchaus auch so sein, aber wir sind jetzt einfach ein bisschen zu euphorisch geworden, die Marktteilnehmer sind zu euphorisch geworden. Wir sehen das hier gerade bei diesen Aktien mit hohen Optionsvolumina, da wurde also wieder mit Optionen aufsteigende Kurse gezockt bei diesen Meme-Aktien wie GameStop, wie AMC, Bed Bath & Beyond, wie sie alle heißen, die dann zweistellig zugelegt haben, teilweise sich verdoppelt haben in kurzer Zeit. Hier sehen wir nochmal, dass vor allem Retail-Investoren dafür verantwortlich sind. Die haben eben diese einzelnen Aktien gekauft oder über Optionen erworben, während gleichzeitig das Volumen bei ETFs, die also vorwiegend ja Indizes abbilden, gefallen ist. Also man sieht, da ist sozusagen wieder so eine Art Euphorie entstanden wie im Jahr 2021. Heute dagegen sehen wir Rücksetzer bei GameStop, vor allem bei Bed Bath & Beyond, die gestern ja über 40% gestiegen waren und AMC, also heute wird das Ganze wieder ausgepreist. Und wir hatten gestern ja die Aussagen von Nvidia, die ziemlich miserabel waren, was die nähere Zukunft betrifft, den Ausblick betrifft, den Umsatz betrifft, schon im zweiten Quartal. Jetzt haben wir einen anderen US-Tech-Konzern mit Micron, der
gesagt hat, es wird ein bisschen schwierig in nächster Zeit, die Aktie dann auch unter Druck. Also das häuft sich jetzt. Das, was zu erwarten war, was aber in den Zahlen von Apple, Amazon und so weiter noch nicht so wirklich ablesbar war, das wird jetzt in diesen Tech-Konzernen wie Nvidia und Micron sichtbar, dass es eben Gegenwind gibt, makroökonomischen Gegenwind, wie Nvidia gestern gesagt hat, dass der zunimmt, und nach wie vor sind die Analysten sehr optimistisch und stufen Aktien wieder herauf nach den Anstiegen. Ja, das ist sozusagen immer das gleiche Spiel, ich hatte das schon mal gesagt. Da wird den Leuten gesagt, wow, ist doch super, die Aktie ist gestiegen, jetzt kannst du sie kaufen, aber die Dickfische verkaufen dann die Aktien eben an diese Retail-Trader, also an die Privatinvestoren. Gleichzeitig, nachdem also die Analysten ihre Erwartungen nach oben schrauben und die Aktien auf Kaufen stufen, sehen wir, dass die Gewinnerwartung für das Jahr 2023 seit jetzt Juni deutlich nach unten gegangen ist. Wir haben also steigende Aktienmärkte gesehen bei gleichzeitig sinkenden Gewinnerwartungen für das nächste Jahr. Auch das ist in gewisser Weise ungewöhnlich. Zurück nochmal zu den Märkten. Hier sehen wir den S&P 500, der jetzt erstmal auf seinen 100-Tages-Durchschnitt bei 4.114 Punkten aufgesetzt ist. Kann man das halten? Das wird wichtig sein. Wir hatten gestern das Tief bei 4.129 Punkten. Wäre gut für den S&P, wenn er auf Schlusskursbasis dann nochmal drüber käme, dieses Niveau von 4.129 überwinden könnte. Etwas, was die Märkte nicht mehr so auf dem Zeiger haben, nach dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan, ist, dass eben diese Militärübungen Chinas weitergehen. Jetzt hat der taiwanesische Außenminister gesagt, ja, die scheinen wirklich die Straße von Taiwan, das ist diese Meerenge zwischen China und Taiwan, besetzen zu wollen, 180 Kilometer breit. Also vielleicht sehen wir da schon den Beginn der Invasion, wenn man so will. Das jedenfalls ist eine Gefahr, eine Makrogefahr, eine geopolitische Gefahr, die derzeit durchaus gegeben ist. Mal sehen, wie das hier weitergeht. China ist unzufrieden, die Führung ist unzufrieden, eben auch mit der eigenen Chipproduktion. Man hat ja nur 4% Weltmarktanteil und kann wirklich diese High-End-Chips offenkundig noch nicht wirklich herstellen. Und das können die Taiwanesen eher, die Sachen, die vor allem in Sachen Auftragsfertigung von Chips eben sehr stark sind. Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, ich brauche das und das, kannst du mir das genauso hinstellen für diese Anforderungen. Da ist Taiwan stark, vor allem in diesem Bereich stark. Und das wäre natürlich für China schon interessant, diesen Bereich sich einverleiben zu können. Aber Taiwan hat ja gesagt, sollte eine Invasion kommen, würden wir sofort diese Firmen zerstören. Dann in Sachen Ukraine-Krieg, offenkundig jetzt Raketen auf eine russische Militärbasis auf der Krim. Also die Ukrainer, die greifen jetzt auch Bereiche an, die sie vorher nicht angegriffen haben. Gleichzeitig sind die Lieferungen durch die Druzhba Pipeline-Öllieferungen Russlands erstmal eingestellt worden, wahrscheinlich aufgrund technischer Probleme, so heißt es. Betroffen dagegen vor allem Länder wie Ungarn, nicht Deutschland, da ist das kein Thema, aber das wäre natürlich dann wieder ein weiteres Problem, wenn das absichtlich erfolgt wäre. Allerdings kann man sich das kaum vorstellen, weil Orban ja derjenige ist von den Ländern in Europa, der ja noch am ehesten Putin wohl entgegenkommen würde. Wir werden so oder so auch hier die Inflation zu spüren bekommen, Deutschland vor dem nächsten Inflationsschub, wenn 9-Euro-Ticket ausläuft, wenn die Steuersenkung auf das Tanken im Prinzip auf die Mineralölsteuer oder ehemalige Mineralölsteuer, wenn das wieder zurückkehrt Anfang September, dann werden wir wahrscheinlich im Oktober zweistellige Inflationsdaten aus dem September noch bekommen. Das wird sich abzeichnen, und wir haben eben keine Notenbank wie die Fed, die dagegen wirklich agiert, sondern die eigentlich ja nur versucht, irgendwie die Eurozone ja, zu finanzieren, wenn man so will. Und jetzt sehen wir, dass die Märkte deutlich schon Signale geben. Ich hatte es vorhin gesagt, Invertierung der Zinskurve in Richtung Rezession. Die Inversion zwischen der 2- und der 10-Jährigen jetzt 49 Basispunkte, also praktisch ein halbes Prozent. Ich habe heute Vormittag mal einen Artikel darüber geschrieben, was bedeutet eigentlich diese Invertierung der Zinskurve? Warum ist das ein Signal für Inflation? Die USA hatten, glaube ich, 12 Rezessionen seit dem Jahr 1955, und bei allen
war vorher die Zinskurve invertiert, also dass praktisch die kürzer laufenden Anleiherenditen höher sind als die länger laufenden Anleiherenditen, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, eigentlich unnormal ist, weil je länger ich Geld verleihe, umso größer ist mein Risiko, umso länger kann ich über dieses Geld nicht verfügen und mit ihm arbeiten. Deswegen sind normal länger laufende Anleihen höher rentierend als kürzer laufende Anleihen. Hier also mal ein kleiner Erklärbär-Artikel über die Invertierung der Zinskurve und Rezession und dann noch ein Artikel über meine zweitbeste Freundin Cathy Wood, die sagt, ja, die USA sind schon in einer Rezession und die Fed treibt die USA weiter in die Rezession. Da habe ich so einen kleinen Verdacht mal geäußert über meine zweitbeste Freundin, dass sie da eigentlich nur ihr eigenes Handelsbuch redet und dementsprechend der Fed diese Vorwürfe macht. Die Fehler der Fed sind vorher passiert. Jetzt, die Zinsanhebungen sind nicht der Fehler. Der Fehler war, dass sie eben zu lange nicht reagiert haben auf die Inflation. Jetzt muss man umso stärker auf die Bremse treten. Also zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Und jetzt empfehle ich mich mit den besten Wünschen. Wünsche einen schönen Abend. Ich sage Servus und Ciao.